Grüß Gott. Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichkugel, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 230. Eichkugelwanderung am Freitag, dem 6. November 2020. Ich stehe nicht am Eichkugel, aber ich bin auch nicht in der Türmerstube eines Leuchtturms auf der Insel Keines in der Ostsee. Und ich gehe auch nicht an dieser Ostsee wandernd durch die Nacht und werde aus diesem Grund auch hier nicht zerzaust von den sehr heftigen Stürmen dieser Jahreszeit an der Ostsee. Nein, ich sitze im warmen Büro an der MDW und hinter mir der Bücherstapel. Aber Sie wissen ja, Bücher kann man nie genug haben und darum habe ich mir hier noch eins mitgebracht. Es ist ein Roman von Hermann Bang, Am Weg. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben schon einmal eine Wanderung gemeinsam mit Hermann Bang gemacht, hinauf zur Windmühle auf den Dübeler Schanzen, ein Hügel südlich von der Stadt Sönderburg in Südjütland auf der Insel Als. Und diese Dübeler Schanzen waren ja am 18. April 1864 der Schauplatz einer schrecklichen Schlacht, die Schlacht bei den Dübeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg. Dort haben ja auch österreichische Soldaten mitgekämpft. Die Romane von Hermann Bang beschreiben in einer fast stifterähnlichen Ruhe das Elend und die furchtbaren Resultate eines Krieges und der Dinge, die im Gefolge des Krieges immer kommen, an Verarmung und Verelendung. Da wir gerade hier an der MDW versuchen, der ersten Sinfonie von Anton Bruckner ein bisschen auf den Grund zu gehen und sie zu verinnerlichen, hat mich das besonders berührt, dass nicht nur Adalbert Stifter diese Ruhe in der Darstellung von Situationen, von Zuständen, von Landschaften hat, sondern dass es auch anderswo hier am beginnenden Impressionismus diese Fähigkeit gibt, die Hermann Bang hier zeigt, mit einer erschütternden Tiefe die kleinen Details eben auszuleuchten. Vielleicht gelingt es uns, hier eine Brücke zu bauen zwischen der Literatur in Österreich im 19. Jahrhundert und der vielleicht in Dänemark im 19. Jahrhundert, in Jütland. Dann lade ich Sie herzlich ein, dass Sie bei einer der nächsten Wanderungen einmal mit mir über diese Brücke drüber gehen. Ja, Am Weg, dieser Roman, wurde geschrieben von Hermann Bang in Wien übrigens. Warum das? Bang wollte als Journalist in Berlin reüssieren und hat eine sehr zynische, sehr kritische Stellungnahme über das deutsche Kaiserhaus in einer norwegischen Zeitung publiziert. Danach war es natürlich in Berlin aus, er ist dort ausgewiesen worden und ist dann in eine Stadt gekommen, wo es damals noch mehr freien Geist geben konnte. Erstaunlicherweise war das im Jahr 1886, dem Todesjahr von Franz Liszt übrigens, war das Wien. Und so sind also einige seiner Romane in Wien bzw. auch dann in Prag entstanden. Ich werde jetzt noch ein bisschen in den südjütländischen Gefilden schwelgen, indem ich noch ein paar Seiten Bang lese und wünsche Ihnen vielleicht auch einmal mit einer Literatur aus dem Norden einen schönen Freitagabend und freue mich auf morgen.